Das wäre schön, wenn das Geräusch sich noch uns nähert. Das Geräusch ja da draußen rum. Wenn jetzt natürlich hier drin niemand ist, dann müssen wir das Geräusch suchen. Und Morrison braucht auf jeden Fall... Ja! Nein! So einer wieder. Gut, er verpisst sich gleich. Das ist ein super, super Leibwächter. Super Leibwächter, der sich einfach verpisst. Gut, pass auf, wie wir es machen. Ich bin schon auf dem Weg. Ach, jetzt hätte ich den Big Daddy auch direkt hin. Da hätte er ihm direkt eine schieben können, ne? Naja, dann railgunnen wir dich halt. Schmeckt's? Morrison, schieben auch noch ein paar, komm. So. Auf den Weg. Vinogradov, versuch es mal zu fangen. 34%. Mieser Trip, kommen wir gar nicht gegen an. Wir versuchen es mal zu betäuben. Haben wir wieder gefangen. Den Ätherer haben wir nämlich. Der ätert sich einen. Ah, gute. Da ist ja noch wer. Kommst denn du raus hier? Position bestätigt. Das war die Wache, die sich so heldenhaft hier für ihren Herrn eingesetzt hat. Warte, müssen wir jetzt aber irgendwas machen. Geh zum Angriff über. Der hat sich ja hier schön hinter der Tür verschanzt. Haben wir so einen eigentlich schon mal gefangen? Bin schon da. Weiß ich gar nicht. Aber wir können jetzt... können nicht schießen. Ich hätte mich einfach an die Tür stellen sollen. Jetzt muss Errol natürlich die Packung kriegen. So. Gut. Jetzt können wir mal gucken, wo das Geräusch ist. Ich mach mich los. Hier scheint ja niemand mehr zu wohnen. So, Juri. Das Geräusch hat wahrscheinlich jetzt keinen Bock mehr. Steht jetzt irgendwo nur noch dumm rum. Befehl bestätigt. X-Rays gesichtet. Ah, da seid ihr. Grüße. Schön, dass ihr es auch einrichten konntet. Drücke vor. Kriegt nichts ins Ziel. So. Morrison hier innen in die Ecke. Gucken, ob wir das gerade hier mal unter Rauch gesetzt kriegen, das Eck. Zumindest hier ihn. Ja. Rauch unterwegs. Okay. Errol kommt auch noch um die Ecke. Da ist ein leichtes Ziel. Da muss er nächste Runde nochmal laufen. Das heißt, Rakete gibt es heute keine. Da konntet ihr gar nicht weg. Sie haben mich flankiert. Naja. Ey! So. Hat er was anderes noch im Blickfeld, außer die beiden? Wahrscheinlich nicht. Der Penner steht da drüben. Der Mac ist was ein Glück in der Lage, schön zu springen. Okay, und tschüss. Au. Okay. Scheiße, der kriegt so gar nichts ins Ziel. Okay, da müssen wir
Na, Granate wäre natürlich gleich Ruhe, ne? Verstanden, Commander. Ne, wir machen das anders. Pass auf. Die 5. Rauchgranate für ihn. Deckung wird aufgebaut. Passt. Mensch, wie die werfen können. So, der hat auch diese Stimulanzien, glaube ich. Okay, dann, Errol, du darfst einfach mal die 6 benutzen. Wenn es geht, ohne die UFO-Energiequelle zu beschädigen. Naja, wird sich nicht vermeiden lassen. Könnte laut werden. So, Walker. So. Kolachen, Gertrudchen, wo bist du? Lad mal kurz nach. So, und sie kriegen wir hier irgendwo noch unter. Da ist sie ein Ziel. Unterwegs. Ab durch den Rauch, jawoll. Ah, natürlich schießt er auf sie, ne? Drecksau. Oh nee. Bloß weil du da festhängst und nicht runter kannst, ne? Dann darf der auch noch zweimal schießen. So, wart nur ab, mein Freund. Jetzt kriegst du hier gleich den Arsch gewäsch. Bestätige. Dann sind wir noch nicht im Ziel. Gut, er versucht's mal von hier oben. Ja, natürlich kriegt das Dreckding dann auch noch einen Reflexschuss. Der bitte vorbeigeht. Danke. Ja. Immer noch nur 45%. Das Scheißding scheint sich irgendwie dem allem zu wieder... Alter. Come on. Ich habe keine Munition mehr. So. Position bestätigt. Okay, nimm ihn weg. Töte es. Einmal. Es kommt doppelte Portion wahrscheinlich nochmal. Nee. Ich zisch ab. Ja, du zischst ab. So, Vinogradov nochmal hier vor. Weil er kann sich hier bis zu dem Baum fortsetzen. Hast hier aber auch nirgendwo was, wo du in Deckung gehen kannst, ne? Gleiches gilt für sie hier. Das ist scheiße, ist das. Vielleicht von hier hinten kriegen wir den von hier hinten ins Ziel. Auch nicht. So, Rauchgranate haben wir keine mehr. Fertig und bereit. Ah, hier kannst du uns also überall sehen. Toll. Scheißding, ey. Wahrscheinlich macht es jetzt wieder sein AE. Oh ne, es schießt. Und wir gehen was zum Glück vorbei. Wenn der mich trifft, dann haben wir gute Nacht, Marie. Oh oh. Wow. Scheiße, du Drecksau. Oh mein Gott. Colonel Morrison. Fastlane, unsere... Ja, möchte ich sagen. Diejenige, die am längsten hier schon bei XCOM dabei war. Mein Gott. Das ist Scheißvieh, jetzt wird's geholt. Komm, doppelte Portion. Töte es einfach. Oh mein Gott. Kimmst du eigentlich Armor dann zur Arbeit? Das ist ja ekelhaft mit dir. Wir müssen das Ding jetzt diese Runde töten. Oh mein Gott. Ja, jetzt kriegt er noch einen Reflexschuss. Leck mich doch am Arsch.
Immerhin hat er sich jetzt hier bald die ganze Wand abgebaut. Einmal daneben, komm, das zweite Mal dann auch noch daneben, natürlich. Vinogradov kriegt 70%, dann können wir noch... Dann kriegt er jetzt die Zielverschlechterung. So, Errol muss hier irgendwo... Töte es jetzt bitte. Alter, das gibt's doch nicht, ne? So, er ist leer und er kommt auch nicht hier hoch zu dem Ding. Warum noch den Elektroimpuls? Können wir das Vieh per Nahkampftreffer? Nee. Und tschüss. Eine weitere erfolgreiche Operation. Die Operation war keineswegs erfolgreich. Morrison ist tot. Scheiße. Ja, irgendwann musste es mal passieren. Irgendwann musste mal jemand sterben, aber dass es ausgerechnet sie trifft, so kurz vorm Ende. 28 Kills, 23 Einsätze und damit tragen wir unsere stolze Schottin. Müsste eine Schottin sein, ne? Mit dem X oder ist sie kommt... Colonel Penny Morrison zu Grabe. Scheiße. Arschlöcher, Dreckviecher. Grabung abgeschlossen. Transfer abgeschlossen.